Kann auch noch sein, dass ich mich komplett täusche. Ich hier noch nie war. I don't know. Aber das hier könnte die Höhle sein, von dem sie geredet haben. Ja, ja, fallt mal alle von oben runter, ist mir egal. Alter. Ihr seid nervig. Nervige kleine Scheiße, ihr seid. Das Problem ist halt auch einfach, dass die Sachen sich hier wieder auffüllen, wenn man einmal hier rausgegangen ist. Also es kann auch sein, dass ich jetzt gleich am anderen Ende rauskomme, da wo wir irgendwann mal angefangen haben. Ich habe keine Ahnung. Aber ich werde das Ganze mal so ein bisschen auf Trial-and-Error-Basis machen, ne? Warum kann ich hier jetzt nochmal ein bisschen Seelen sammeln? Ja, ein paar mehr hier. Ja. Als ob ich euch nicht gesehen habe. Aber füllen sich die Truhen tatsächlich? Ich glaube schon, ne? Die füllen sich wieder auf, wenn man lange Zeit sie nicht aufgemacht hat. Oder längere Zeit nicht da war in dem Bereich oder sowas. Aber ich habe keine Ahnung, ob das auch für die Pflanzen gilt, dass die nachwachsen. Diese Ranken. Weil wenn dann, wenn das wirklich das ist... Entweder haben sie sich gedacht, oh, wir sparen uns mal ein bisschen was und machen 1:1 nochmal die gleiche Kacke. Aber die Katzentruhe müsste auch sein, wenn ich sie... Hier schon mal 535. Ist schon ganz schön viel. Gucken wir mal, wo wir rauskommen. Es scheint es herauszugehen. Aus hier. Ja, krieg ich jetzt hier eine Cutscene, ne? Ist aber nur so ein Zwischenraum. Aber es ist so ein großes, offenes Feld und hier gibt es keine Gegner. Okay. Ach, gucke mal hin. Wieder Talesmünzen bekommen. Oha. Das ist definitiv kein normaler Gegner. Aber es ist auch kein Schatzjägerin. Ach, Titel Level. Aber das Vieh ist halt nicht so aggressiv. Todeswehr. Gibt ordentlich was an Rüstung, aber ne. Nee. Frage ist halt, wie stark ist das Vieh? Talesmünzen. Man kann das hier wahrscheinlich eh nicht von hinten angreifen, deswegen nehmen wir mal kurz. Otabe? Ataru mo hakke. Kakugo wa ii? Tsumeji ga!
Okay, ich mache dem Fiers auf jeden Fall ganz guten Schaden. Das ist schon mal gut zu wissen. Status immun. Sehr gut, jetzt ist wieder deine Frage gestunt. Sehr gut. Kraftpunkt. Neuer Kram. Ventil des Verteidigers. Tritt dein Gegner schon. Lässt sich der Litten des Schaden durch Drücken von Verteidigung 40% senken? Senken, genau, senken. なんとか倒せたね。未熟だな。え?この号馬はなかなか手強かったでしょ?俺の腕がだ。こいつ程度、しぐれなら一刀で両断していた。でも、しぐれ様は王たちで、あなたは子たちですから。いや、あいつは子たちで王たちと同じことができた。まさか。しぐれならできるでしょうね。ああ。実際にやられた。 聞いてもいいか?構わん。俺の家のことは教えたよな。うん。長男のしぐれは先代の後を継ぎ、蘭月家の当主として一族を仕切っていたんだ。だが3年前、しぐれが謀反を企んでいると噂が立った。主君はすぐさま上位討ちの命を出した。うん。上位討ち。主君による処刑命令じゃの。疎まれてたんだ。 強さにしか興味がないあいつはずっと主君をないがしろにしていたからな。その打手はまさか。そう、俺だ。蘭月流に勝てるのは蘭月流。そういうことだ。実際に俺はあいつの技も癖をも全部知っていた。その上で時と場所を選び抜いて仕掛けたんだ。なのに 負けたんじゃな。そうだ。しぐれは王たちで切りかかった俺を子たちで翻弄しやがった。あの時俺が鍛えた技はあいつに全く及んでいなかったんだ。素直に認めるのね。認めるしかなかった。あいつは俺の太刀を弾き飛ばして笑って言ったんだ。もっと精進しやがれ。 悔しかったさ。己の未来さ。未熟さが自分を切り殺したいほどに傲慢になるほどにな。六郎。結局しぐれは逃げ、俺は主命を果たせなかった罪で捕らえられ監獄島に送られた。そこでわしらと出会ったんじゃな。自分の兄を殺せなかったことが悔しい。
イカれているのは分かってる。だが、それが俺なんだ。攻める気なんてない。私はあんたを利用するだけよ。敵を切ってくれればそれでいいわ。やるさ。俺はそういうゴーマだ。 Die Expedition ist zurück. Okay. And again. Gut, jetzt habe ich das hier besiegt und das war's. Okay. Ich vermute mal, dass das Ding Kaiserarmee ist. Okay. Dass das Ding ein Jagdobjekt ist auch von dem. Wohnerkorebene. Den ganzen Weg nicht nochmal zurücklaufen. Nicht unnötig. Ach ja, das ist das hier. Hier kann ich nochmal kurz speichern. Gucken wir mal, ob hier im Turm der Exorzisten auch nochmal so ein Dings ist. Und wenn ja, ob ich das irgendwie schon benutzen kann oder nicht. Hier ist halt einfach gar nichts. Noch viel weiter hoch kommt man hier ja nicht. Jetzt komplett vergessen, aber ich glaube, das war in der Nähe der Hauptstadt. Ja, an sich, I guess. I don't know. Ich kann mich nur daran erinnern, dass Lafayette irgendwas gesagt hat, oder Vieh irgendwas gesagt hat von, dass es irgendwo in der zentralen Midgard ist. Midgard. Das Ding ist, wenn ich jetzt hier geradeaus weitergehe, also hier jetzt oben, dann komme ich ja nur zu dem Klappe. Zu dem Turm. Oder wenn ich jetzt hier weitergehe? Huch, da komme ich nicht durch. Das sind nämlich das noch zu. Da. Kann ja dann gleich den Dings benutzen. Also ich werde danach dann mal in Richtung Hauptstadt und da nochmal gucken. Aber... Hier unten ist auch zu, ne? Ja, hier ist auch zu. Okay, gut. Ach, Menno. Also hier muss ich nicht sein. Das ist gut zu wissen. Also doch nach Midgard. Aber... Schwierig. Ich habe halt irgendwie gerade so ein bisschen das Problem mit der Orientation hier.
Ich habe ja nicht so viele Auswahlmöglichkeiten, ne? Hm.